takie ostre, ale musimy się przyzwyczajać, że będzie to zimni ogólnie. Ich danke euch herzlich, dass ihr so lange in der Kirche ausgeharrt habt. Es war etwas kühle Temperatur. Aber ich hoffe, inzwischen habt ihr euch hier ein bisschen aufgewärmt und wir können mit dem Abend fortsetzen. Es sind alle Künstler da, alle unsere Gäste sind da. Wunderbar, dann kann ich, Nathalie, dir erstmal das Mikrofon übertragen. Also, herzlich willkommen vor allen Dingen auch Herr Staatssekretär Wob. Vorhin konnten Sie nicht bei uns sein, aber jetzt sind Sie da, das freut uns sehr. Und ich weiß, Sie haben ein Grußwort vorbereitet. Dieses Grußwort, so haben wir uns gedacht, wird wahrscheinlich auch um das Thema Europa kreisen. Kultur, das haben wir hier, Europa, das sind wir alle. Und in dem Sinne, Moment, warten wir kurz die Übersetzung ab. Witamy serdecznie pana sekretarza stanu, pana Wopa, któremu udało się dotrzeć na nasze spotkanie. Witamy wszystkich zebranych tutaj. Cieszymy się na tę rozmowę, którą będziemy prowadzić. I z tego, co mi wiadomo, pan Wop przygotował też takie krótkie słowo powitania. No, mogę się domyślać, że na pewno one będą dotyczyły też naszej wspólnej Europy. Vorhin schon auch in der Kirche, also bei der Ausstellungseröffnung, ein wenig darüber gesprochen, dass dieses Netzwerk, das wir in Europa haben, zum größten Teil eben auch von den Städten und den Regionen getragen wird. Wir haben es zum Beispiel als Kulturzug damals besonders erfahren, als wir als humanitärer Zug gefahren sind und unsere Kontakte, die wir in die Stadt Wrocław haben, maßgeblich dazu beigetragen haben, dass wir überhaupt, also dass wir kommunizieren konnten, wann diese Züge fahren und dass wir auch wussten, wie viele Gäste ungefähr, also wie viele flüchtende Menschen wir überhaupt mitkommen können. Und deswegen würde ich ganz gern schon mal überleiten zu der Frage, wie sehen Sie denn die Rolle der Städte und Regionen in Europa und was denken Sie, braucht es noch, um diese Netzwerke noch weiter zu festigen? Ta sieć, którą mamy w Europie, to jest właśnie sieć stworzona poprzez regiony, poprzez miasta, które ze sobą właśnie współpracują. I na przykładzie tego pociągu do kultury mogliśmy się przekonać właśnie, jak silna sieć została stworzona, kiedy właśnie zresztą pociągiem kultury przemieszczali się uchodźcy. I widzieliśmy właśnie, tak, jakie kręgi rozszerza, zatacza ta sieć. I właśnie jak pan postrzega tutaj rolę miast, regionów w Europie? Ja, herzlichen Dank für die Gelegenheit, hier sein zu können. Ich musste heute meinen Senator im Parlament Berlins vertreten und freue mich aber, die Ausstellung noch gesehen zu haben und jetzt hier bei Ihnen zu sein. Witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogłem do Państwa dotrzeć. Niestety musiałem dzisiaj wcześniej reprezentować mojego senatora przed naszym parlamentem, ale udało mi się dotrzeć i nawet obejrzeć wystawę. Ich war ganz beeindruckt von dem, was die Künstlerinnen aus den verschiedenen Städten hier auch dargestellt haben. Wenn wir über Europa reden und die Städte, das ist ja die Frage, sind wir ja beim Thema der Ausstellung und auch bei dem, was die Künstlerinnen und Künstler aus den vier Städten auch hier mit beizutragen haben. Jestem pod dużym wrażeniem tego, co stworzyli artyści z tych miast uczestniczących w tym projekcie. I jeżeli jesteśmy właśnie przy temacie Europy, to możemy właśnie oprzeć się o temat naszej wystawy i artystów z miast uczestniczących w tym projekcie. Die Mehrzahl der Menschen, 70%, wohnen in Städten und das bedeutet, dass viele Themen, die wir in der Gesellschaft haben, Herausforderungen unserer Zeit in den Städten als erstes auf uns zukommen und es ist wichtig, dass wir da eine gemeinsame
Problemanalyse haben und uns über die Erfahrungen austauschen, wie wir mit diesen Themen, sei es Klima, Energiewende, Mobilität, umgehen. 70% ludzi mieszka w miastach, dlatego wiele wyzwań, z którymi mamy do czynienia, właśnie stawianych jest przed nami w miastach i powinniśmy między miastami porozumiewać się, konsultować i rozmawiać o różnych wyzwaniach, różnych problemach, które przed nami stoją, takimi jak zmiany klimatu czy transformacja energetyczna. Das heißt, dass die Städte eine große Rolle spielen in dem Austausch darüber, wie wir mit dem Problem umgehen, aber das bedeutet ja, dass vor allem die Menschen in den Städten miteinander in den Austausch kommen. Und da sind wir bei dem Thema, welche Bedeutung haben Städte, und wir sind bei dem Thema des Brückenbauens. Eine Videoinstallation hatte das ja gezeigt, schon sehr sinnbildlich. Es geht natürlich auch um die Brücken zwischen den Städten, Brücken zwischen den Menschen, Brücken, die die Menschen bauen. Mówimy o współpracy, o partnerstwie miast, ale partnerstwo miast to jest partnerstwo mieszkańców miast, ludzi, którzy tam mieszkają i musimy tworzyć możliwości tej wymiany, tego partnerstwa, budować mosty. Mówimy o tym budowaniu mostów między naszymi miastami i bardzo wyraziście, wręcz dosłownie przedstawił to również jeden z prezentowanych na wystawie projektów. Und dazu ein vorletzter Gedanke, gemeinsam etwas zu erreichen, Brücken zu bauen, das heißt eben Grenzen überwinden. Das ist das zentrale Thema in der Europäischen Union, aber auch darüber hinaus, wenn ich die Gäste gerade aus Kiew, aus aktuellem Anlass mit besonderer Freude mit hier Berlin begrüßen kann, weil sie diese Solidarität brauchen und weil wir sehen, wie wichtig es ist, über die Grenzen hinweg gemeinsame europäische Werte zu leben und dafür einzustehen. Budowanie mostów ponad granicami oznacza pokonywanie tych granic. I musimy te granice, pokonujemy te granice między nami w Europie, ale również poza nią. I mam tutaj na myśli naszych gości z Kijowa, którzy przybyli do nas i z czego bardzo się cieszę, zwłaszcza w aktualnej sytuacji, którą mamy. I myślę, że właśnie ważne jest w tej sytuacji budowanie tych mostów przekazujących nasze europejskie wartości ponad granicami. Noch am Anfang dieses Jahres haben wir uns in Europa alle relativ sicher gefühlt, würde ich mal sagen. Es sind jetzt im Februar durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine auch diese Werte in Gefahr. Und der Blick auf Europa hat sich, denke ich, für uns alle gewaltig. Nicht nur die Europäische Union, die sich jetzt eben fragt, wie weit können wir uns sozusagen auch noch ausdehnen, welche Staaten gehören auch zu dieser Unionsfamilie, sage ich mal, aber die Europa ist ja auch etwas mehr als die Europäische Union. Wenn Sie jetzt als Staatskritiker für Europa auf das letzte Jahr zurückblicken, wie hat sich Ihr Blick auf Europa oder Ihr Verständnis für Europa vielleicht verändert, gefestigt? Jeszcze na początku tego roku czuliśmy się bezpiecznie, jeżeli właśnie chodzi o te wartości europejskie. Potem w związku z agresją Rosji na Ukrainę stanęliśmy przed wyzwaniem, w jakim zakresie te wartości powinny być kultywowane, w jakim zakresie Europa powinna się rozszerzać. Unia Europejska, ale Europa przecież to nie tylko Unia Europejska. Czy mógłby Pan wyrazić swoje stanowisko odnośnie właśnie tychże europejskich wartości? Gefestigt hat sich bei mir der Eindruck, dass wir in der Lage sind, auf Krisensituationen schnell und gemeinsam zu reagieren und dass sich Solidarität in Europa zeigt durch die Staaten, aber auch in sehr hohem Maße durch die Zivilgesellschaft und die Bürgerinnen und Bürger. Utwierdziłem się w przekonaniu, że potrafimy jako wspólnota szybko
zareagować szybko, okazać solidarność. I tę solidarność okazaliśmy i jako państwa, i jako społeczeństwa, obywatelskie poszczególnych krajów. Wir haben weiter eine Situation, wo Themen geblieben sind, Klimawandel, Energiewende, und zugleich hat sich das Bewusstsein dahingehend geändert, dass wir hier schneller vorankommen müssen bei den Lösungen, insbesondere bei der Energiewende, das ist ja offenkundig. Jesteśmy teraz w sytuacji takiej, w której pozostaliśmy przed dotychczasowymi wyzwaniami, takimi jak zmiany klimatyczne i transformacja energetyczna, ale rozwój sytuacji spowodował, że nasze myślenie w aspekcie właśnie zmian energetycznych musi ulec przyspieszeniu. Und ein bisschen ins Wanken geraten, der feste Gedanke, wie Sie ihn auch formuliert haben, dass wir uns so sicher fühlen können in Europa. Es gibt eine Sicherheitsgefährdung und die Bürgerinnen und Bürger aus Kiew haben das ja leidvoll erlebt, diese Wendung in Europa, die wir verarbeiten jetzt, wo wir darauf reagieren müssen und wo wir uns darauf einstellen müssen, dass wir in der Perspektive ja, mit dieser Sicherheitsherausforderung umgehen müssen und zugleich schauen, wie wir die Europäische Union handlungsfähig halten und neue Partner finden und auch die Beitrittsperspektive der Ukraine ausgestalten. Wspomniała Pani tutaj o tym poczuciu bezpieczeństwa, o tym, że na początku roku mogliśmy się czuć bezpiecznie. Tak, to poczucie bezpieczeństwa w Europie na pewno odczuwamy, że jest nieco zagrożone. Musimy stawić czoła tym wyzwaniom, o których bolesny sposób przekonali się mieszkańcy Kijowa, nasi goście. I myślę, że powinniśmy pracować nad tym, żeby Unia Europejska nadal zachowywała wobec tych wyzwań zdolność do działania i poszerzać ją w taki sposób, żeby ta zdolność działania, zdolność funkcjonowania była zachowana. I mam na myśli tutaj również wyjście naprzeciw oczekiwaniom Ukrainy. Ein optimistischer Blick in die Zukunft. Wir haben in der Ausstellung auch diese Postkarten gesehen, mit die Vision für die Ukraine. Da hoffen wir alle sehr drauf, dass wir nächstes Jahr ein paar positivere Überraschungen haben als dieses Jahr. Und ja, wir könnten jetzt noch lange weiterreden. Es wird oft darüber gesprochen, was die Zivilgesellschaft sich von der Politik wünscht. Wir könnten auch darüber reden, was sich die Politik von der Zivilgesellschaft wünscht. Aber wir haben hier einen ganz großen Teil der Zivilgesellschaft vor uns. Denn Kunst und Kultur sind etwas, das einfach nicht nur ein nice to have ist, also nicht nur etwas, was schön zu haben ist, sondern einfach auch ein unbedingtes Muss. Bei einem anderen Projekt dieses Jahr, also die Kultur, Frau Kulturattaché, der Tausch Botschaft ist heute nicht mehr da, aber dieses Jahr ist in Vilnius ein Buch erschienen, aus dem Jiddischen übersetzt. Ein Tagebuch von Litova Duszewski, ein 15-jähriger Junge aus dem Ghetto aus Vilnia. Wir hatten mit einem Rahmen dieses Projekts in der Lesung und es hat mich unglaublich tief berührt, wie stark dieser Junge in der schlimmsten Hölle dieses Ghettos immer wieder davon spricht, wie wichtig ihm Kultur ist, wie wichtig ihm Bildung ist in dieser Schrecklichkeit. Und insofern möchte ich mit einem Zitat von Ernst Barlach auch hier überleiten, in Kunst. Er braucht immer zwei, eine Person, die sie macht und eine Person, die sie braucht. Tak długo możemy rozmawiać o tym, czego państwo oczekuje od społeczeństwa obywatelskiego, a społeczeństwo obywatelskie od państwa, ale przecież tutaj w sali mamy to nasze społeczeństwo obywatelskie, mamy naszych artystów, a artyści przecież nie powinni być traktowani jako nice to have, czyli coś, co fajnie mieć, tylko must to have, czyli coś, co jest niezbędne. Myślę, że tutaj chciałabym przekazać piłeczkę do państwa, żeby państwo się na ten temat wypowiedzieli, bo sztuka wymaga dwóch stron, dwóch osób. Jednej, która tę sztukę tworzy, i drugi, która tej sztuki potrzebuje.
W tym kontekście też wspominam jeden z poprzednich projektów, w ramach którego przetłumaczona została z hebrajskiego książka wspomnienia wówczas 15-letniego chłopca, który w getcie w Wilnie był właściwie na dnie piekła, ale ciągle jednak pamiętał o tych wartościach, które niesie ze sobą kultura. Deswegen eine Frage an euch. Das letzte Jahr, das hat uns wirklich ziemlich durchgerüttelt. Gerade die Menschen aus der Ukraine.